Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde RimWorld aus dem Livestream. Falls ihr mich und diesen Kanal unterstützen möchtet, würde ich mich sehr über ein Like und einen kleinen Kommentar von euch freuen. Vielen Dank dafür. Ansonsten auch ein herzliches Dankeschön an alle Kanalmitglieder. Und jetzt wünsche ich euch allen da draußen viel Spaß. Bald haben wir die Albatros, da können wir herumfliegen, können wir durch die Gegend cruisen mit eigenem Raumschiff und so. Das wird richtig spitze dann. Luxusquartiere sehen auch noch nicht so geil aus, ne? Da war auch mal was, das war, ist auch so ein Projekt, das haben wir nie zu Ende gedacht. Aber das kommt noch. Das liegt nur auf Eis, das Projekt. Ich meine, wir könnten sie ja eigentlich mal fortführen, ne? Oder bräuchten wir wieder Böden? Und dazu fehlen uns tatsächlich, man glaubt es kaum, aber so ein bisschen die Steine. Wir haben nur Kalkstein. Und ein bisschen Marmor. Und ich würde ja erstmal gerne hier den Boden da machen. Und für den Boden da fehlt es uns an Stoffen, glaube ich. Wir müssten mehr Stoff an oder mehr Baumwolle anbauen. Obwohl, nee, wir haben Stoff. Der Stoff ist doch da. Ja, Mensch. Dann lass uns doch mal schön machen hier. Ach so, warte mal. Apropos, dann müssen wir hier. Wenn schön, dann richtig, ne? Also, dann müssen wir hier, zack, das muss weg, aber eine Kopie davon, da müssen wir dann gleich gucken, das kommt weg, so, machen wir das erstmal so. Die Tür muss auch weg. Und dann muss hier noch eine Überwandkühlung rein. Das Stromkabel, können wir das? Können wir nicht. So. Kurzer Mini-Stromausfall in der Basis. Ah, das macht nichts. Da kommt gleich jemand. Pixel steht extra auf und macht das schnell. So. Gut, das hier muss weg, das hier muss weg. Bertha hat mal wieder einen Hocker kaputt gemacht. Wunderbar. So, und jetzt kann man hier den roten Teppich auslegen. Wunderbar. Aber für das Ding brauchen wir Sandstein, ne? Sandstein haben wir, glaube ich, nicht ganz so viel. Da müssen wir dann gucken. Oder wir machen dann einfach mit Marmor weiter. Mit schönen Marmorfliesen oder mit Kalksteinfliesen. So, hier noch ein kleiner Mini-Umbau. Lassen wir erstmal bauen. So, das kann weg, das kann weg.
Machen wir hier mal ein bisschen klar Schiff jetzt, ne? Nochmal ein kleiner Mini-Stromausfall, das ist okay. So. Gut, jetzt haben wir hier halt doppelt, ne? Doppelstromleitung, das können wir nochmal quasi wegmachen. So. Dann... Ja, feine Fliesen aus Sandstein kriegen wir, glaube ich, nicht hin, weil wir zu wenig Sandstein haben hier. Dann müssen wir hier mit Marmor weitermachen. Das hilft ja nichts, ne? Warum ist hier eine Tür drin? Ach so, ja gut, damit Tom halt schneller raus kann. Deswegen ist da eine Tür. Keine Ahnung, warum da eine Tür ist. Was weiß ich? So. Obwohl, hier den Raum können wir... Ding... Ah, nee, nicht Fliese aus Sandstein. Warte. Ah, da machen wir... Fliesen aus Kalk. So. Hier machen wir auch Fliesen aus Kalk. Dann ist der Schnee mal draußen. Das wird richtig edel, sage ich euch. Den Krankenhauseingang, warte mal, den müssen wir eigentlich hier hinsetzen, ne? Damit wir hier wiederum so einen schönen roten Teppicheingang hinsetzen können. Offiziell gilt das Ding jetzt als Thronsaal. Ja klar, gut, weil hier... Gut, das müssen wir auch noch ändern. Da muss noch eine Tür rein. Zack. Und dann, glaube ich, müssen wir das Ding aber auch belüften. Sonst wird's da funny fresh. Bertha hat wieder einen Hocker kaputt gemacht, sag mal. Bertha! Hör halt jetzt mal auf. Gorilla trauert. Ja, weil der Bruder halt, ne? Der Bruder. Mensch. Aber sie hat sich beruhigt, das ist doch schön. Stinktier kriegt eine Beleidigungstour wegen Entspannungsmangel. Schön. Und jetzt wird geprügelt. Bertha verprügelt Stinktier. Und Bertha verprügelt Stinktier mal so richtig. Komm, hau ihr alles weg. Oh, wie sie halt feige ihren Schild angeschmissen hat. Echt jetzt? Boah, bist du feige, Stinktier. Holy moly. Und trotzdem hast du auf den Sack bekommen. Heftig. Heftig. Trotz Schild hast du dich so richtig verprügeln lassen, ne? Mensch.
Da liegst du jetzt. Und keiner will sich um dich kümmern, Stinktier. Schau dich mal an. Niemand mag dich. Niemand. Rubber geht einfach vorbei. Na komm. Nicht mal der Saugroboter will dich retten. Ist aber auch ziemlich ehrenlos gewesen, den Schild anzuschmeißen. Vorratskapsel Waffen. Was ist das denn? Ein Plasma-Piercer. Alter. Das könnte eine lustige Waffe sein, man weiß es nicht. Metal Cord Nails, covered in Plasma. Das, ich glaube, das schmeckt mir. Rubber, bewaffne dich doch mal damit. Und eine Keule, yay. Aber die Plasma Rifle, die will ich haben. Die, glaube ich, könnte was sein, du. Leute, wir haben wieder eine neue Skulptur. Oh, die sieht geil aus. Gottheit des Wachstums. Auf dieser Arbeit ist eine Abbildung von Trunkenbolden, die Monopoly spielen. Ich weiß nicht, warum ich das lustig finde, aber es ist irgendwie geil. Ein Teufel dominiert den unteren Teil des Bildes. Nein, dem Hauptmotiv ist eine Ente. Mhm. Sehr gut. Sehr gut. Hübsche Skulptur. Kann man sich gönnen. Alter. Ja, es ist wieder der Teufel mit dem Gürtel, ne? Ich glaube, das sind Vorzeichen. Oh, der Widerstand vom Wolf ist gebrochen. Das heißt, er schließt sich uns vielleicht in 3 Jahren endlich an. Nachdem er nochmal einen Zusammenbruch erlitten hat im Knast. Oh Gott, das sieht ja hässlich aus hier. Warte mal, dann müssen wir nochmal was machen. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Sagen wir mal hier, zack. Besser. Können auch noch editen. Machen wir Narrow Pointy, dann glaube ich. Oder? Ne? Geht das nicht? Copy from Colonist. Nehmen wir nochmal Pixel. Pixel bestätigen. Sehr schön. Jetzt sieht es viel besser aus. Unsere Marmorvorräte sind drastisch gesunken. Hoffentlich kommt da demnächst wieder was. Wie sieht es eigentlich beim Steinbruch hier aus? Schaut's gut aus, ne? Transportkapsel mit einem Teufelsschaf mit dem Namen Dreamer. I'm just a dreamer.
Ne, ich glaube, wir haben genug Teufelsschafe, oder? Ich glaube, die reichen uns. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, sie reichen. Wir können ja auch nicht auf den reiten. Ach, schön. Was ist eigentlich mit Enrique los? Wird der irgendwann nochmal wach oder? Ah, 18 Tage noch. Bis dahin ist der Mann tot. So alt wie der schon ist. Ah, warte mal. Der hat nicht unseren Glauben. Bertha, du musst ihn gefangen nehmen. Entschuldigung, aber das geht nicht. Hä? Nein, es geschehen noch Wunder, Leute. Der Wolf. Er hat sich angeschlossen. Es geschehen noch Wunder. Kann er schießen? Nö, aber er ist ein Nahkämpfer. Naja. Aber es geschehen noch Wunder. Nach Jahren hat er sich endlich angeschlossen, um bei der Ernte zu helfen und anschließend im Steinbruch zu arbeiten. Preiset den Lord. Den Dunklen. Den Teufel mit dem Gürtel. Der Wolf hat sich uns endlich angeschlossen. Was lange währt, wird endlich gut. Raid, wo der Wolf stirbt, in 3, 2, 1. Naja, er darf noch ein paar Tage bleiben. Oh, hier haben wir nochmal eine Skulptur, ne? Aus Holz diesmal. Kommt die... Ah ne, in der Küche haben wir schon eine. Machen wir mal hier eine rein. Die Weisheit mit Pixel. Diese Schnitzerei erzählt von Pixel, wie er mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck das Projekt Stachelfalle baut. 7 Archäologen starren voller Ehrfurcht. Schön. Schön. Ja. Als Archäologe kann man da schon mal staunen. Wenn so eine Falle fertiggestellt wird. Machen wir hier mal Kalksteinfliesen rein. Wir haben jetzt genug Kalkstein, dann machen wir zumindest den Speiseraum mal schön. So.
Wenn schon sonst nichts Schönes hier. Außer die Albatros, die bald das Licht der Welt erblicken wird. Was ist das denn? Eine weitere große Skulptur aus Holz. Ach Gott, wo stelle ich die denn her? So viel Zeug, ne? Mensch, so viel. Machen wir das mal hier rein. Das sieht aus wie Han Solo. Ein Plünderer. Auf dieser Arbeit ist eine Abbildung von einer Teufelsschaf, wie sie ihr Kind, das leicht schwarz leuchtet, in den Armen hält. Drei Rebhühner schlafen friedlich in der Nähe. Ah, das ist sehr schön. Das ist herzallerliebst. Das schwarz leuchtende Teufelsschaf. Irgendwelche komischen Vorzeichen, glaube ich. Ich glaube, Jennifer... Ist da was Großem auf der Spur? Jennifer Nostradamus und so. Fortschrittliche Schiffsteile, jawohl. So, cool. Wir können jetzt den Albatros bauen. Oder die Albatros, ich weiß es nicht. Fakt ist, wir können das Ding bauen. Ich weiß nur nicht wo. Muss man mal. Da. Oh, das ist teuer. Lecco mio. Ne? 100 Syngarn, 6000 Silber. Ja, aber gut. Wer schön sein will, muss leiden. Ne? Das ist einfach so. Wir starten schon mal den Bau.